Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ich wollte eigentlich jetzt in die Stadt Korinnes gehen, die Rohstähle, was die Mehrzahl von Rohstahl, auf jeden Fall die restlichen dort jetzt nochmal einschmieden und dann bei Hadwa hier verkaufen. Oh, ja. Und den ganzen anderen Schrott, den ich jetzt eingesammelt habe. Dexter haben wir jetzt getötet. Und ja, jetzt Greg weiß, dass Skip dort in der Nähe von Korinnes wartet auf ihn. Und wir müssen jetzt irgendwie einen Weg nach Nordosten finden, nach Jakenda. Ich weiß zumindest, dass es Jakenda heißt. Das hatte ich ja schon in letzter Folge gesagt. Weil, irgendwie, das hängt ja mit der Nacht des Raben zusammen. Also mit dem DLC. Das hätte ich eigentlich auch schon lange noch vor den Suchenden hätten machen können. Wusste ich halt nur noch nicht, dass das so früh geht. Aber naja, egal. Dann sehen wir zu, dass wir das irgendwie hinbekommen, dass wir das machen können. Und ich würde dann auch mal schauen wollen, ob ich schon auch in der Lage bin, jetzt wo wir auch Zweihand noch mal ein bisschen besser gemacht hatten in der letzten Folge, so ein bisschen geskillt, dass wir nicht vielleicht dort auch noch gegen die Orks antreten können. Gegen die Drachensnapper, weiß ich nicht, da traue ich mich noch nicht. Können wir aber auch ausprobieren. Aber erst einmal will ich jetzt wieder an Geld kommen, die Sachen da verkaufen. Erstmal schmieden und dann verkaufen. Bisschen an Geld kommen. Und wer weiß, vielleicht finden wir noch ein paar Suchende. Also definitiv finden wir noch ein paar Suchende. Ob wir vielleicht gegen die jetzt nochmal besser ankommen. Würde ich gerne schaffen wollen. So, jetzt kann ich trinken. Ich muss erstmal gucken, wie lenkt man hier nochmal? So mit nur einer Hand. Und ja, ich habe hier Kaffee bei mir. Weil ich bin eigentlich auch hundemüde, aber egal. Bin ich in letzter Zeit öfters mal. So. Yoshi dreht da hinten wieder ab. Keine Ahnung, was mit ihm los ist. Aber egal, wir gehen jetzt hier mal. Keine Ahnung, was das jetzt wieder war. Aber ich bin froh, dass hier zumindest der Weg von den Suchenden frei ist. Immerhin. Und da werden wir wieder in Korinnes. Ich wünschte aber auch, wir hätten das mit Kanta viel, viel früher gemacht. Denn ich vermisse Sarah. Ich vermisse hier Sarah und ich bin auch sauer, dass wir wegen Kanta hier mit den allen verkackt haben. So, für ihn war ja auch noch. Was für Quests haben wir sonst noch? Ablösung für Watras. Dokumente. Was war Dokumente? Der Novize Babo wird von Igaras aufgrund einiger Dokumente erpresst. Snapperkrallen können wir auch noch nicht. So. Aber der Mensch und das Tier führten Krieg auf dem Land Adanos. Der Zorn der Götter. Harad, nicht Hadwa. Wieso? Wie kam ich auf Hadwa? So, einmal da weg. Ich möchte da ran. So, gewöhnliche Waffe schmieden. Edles Schwert. Gewöhnliche Waffe schmieden. Nochmal ein edles Schwert. Was ist? Warum sind die jetzt so? Nochmal eine gewöhnliche Waffe schmieden und edles Schwert. Warum bleiben die jetzt so? Womit denn? Harad? Ist jetzt schon eine Weile her, dass du das letzte Mal da warst. Wo hast du dich schon wieder rumgetrieben, Ich möchte eine Erzklinge kaufen.
Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. 3000 Gold, Alter. Ich hatte 12 Stück. So, Brian. Den kann ich auch noch was bekommen. Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Hat er wieder welche? Nein, hat er nicht. So, was hat er hier? Goldene Schale, Goldbrocken, ein Stängel Sumpfkraut. Was ist das nochmal für eine Map? Landkarte Corinnes. Genau, den hatte ich ja nicht mehr gebraucht, aber ich kann hier jetzt von ganz oben nochmal den ganzen Müll verkaufen, den ich ja nicht brauche. Wie den Schädelspicker, die Degen, den rostigen Schwert, grobes Kurzschwert, die Dinger allesamt. Das hier. So, was haben wir hier? Schwarzes Erz würde ich behalten wollen. Ich weiß nicht wofür, aber behalte ich. Dann stinkender Zettel. Lucias Abschiedsbrief. So, Nefarius-Karte. Befehle. Garons Minenkarte. Aquamarin. Stängel Sumpfkraut. Morad Fett. Pech. Schwefel. Alte Steintafel. Rostiger Schlüssel. Wir haben so viele Schlüssel. Was ist das? Kohle brauchen wir nicht. Ornament behalten wir. Den brauchen wir. Dann hier Hammer. Weg damit. Erzbrocken behalten wir. Zange weg. Gletscherquarz auch weg. Bergkristall auch weg. Hier Sägen können auch weg dafür haben. Silberkelch. Silberner Ring. Olafs Beutel, weiß ich nicht. Hier die Goldbrocken. Kann er auch haben. So, komm, er kann den Sumpfkraut haben. Wir brauchen das ja nicht. So, und dann ich würde dich einmal nochmal speichern wollen. Auf die 1. Und dann gehen wir darüber. Da wird wahrscheinlich wieder so ein Suchender auf uns losgehen. Wir können nur abwarten. Nämlich hier entlang gehen. Das ist eine schlimme Sache. Wo haben wir hier den Suchenden nochmal? Da vorne sehe ich den schon links. Ja, komm. Wieso kann ich ihn... Wieso ist er so stark? Das war jetzt, weniger geil. Warum war der jetzt so stark? Wir haben doch schon, gut geskillt, oder nicht? Der war jetzt stärker. Warum haben wir den nicht besiegen können? Diego ist ja immer noch hier. Meine Meinung will ja keiner hören. Ich finde es aber auch echt komisch, Diego mal in zivil gekleidet zu sehen. Ich speichere vielleicht doch lieber hier auf die 1. Hier sind wir ja näher. Ach, da vorne ist ja noch einer. Stimmt. Da ist er. So. Ja, komm. Ja, mach kaputt. Jetzt greift der andere auch noch an. Ich will den da aber noch looten. Alles mit dem schnell. Okay, den haben wir. Dann gehen wir noch mal pennen. Hoppla. Dann gehen wir noch mal pennen. Und dann machen wir den da auch noch kaputt. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Also versuchen es zumindest. Gehen wir bei Harad noch mal pennen. So, und hier. Was ist denn in der Truhe drin? Achso, ich kann den nicht.
Also, ihr müsst den schon knacken. Das war doch klar. Ja gut, dann... Warum hört eigentlich keiner auf mich? Den muss ich dann auch noch fertig machen. Ich speichere hier dann auch nochmal auf der 1. Dann würde ich den da auch noch erledigen wollen. Den da vorne. Dann haben wir hier zumindest ein bisschen Ruhe. Auf dem Weg zu Xardas. Da ist er. Wieso ist der so schlimm? Das mit den Dingens ist manchmal richtig schlimm hier mit den Treffern. Also wann man mal trifft und wann man nicht trifft. Komm! Der muss drauf gehen! Nicht ich! Ja! So, alles mitnehmen, was der hat. Okay, jetzt nochmal pennen. Wir haben das geschafft. Ich glaube, hier ist aber irgendwo noch einer. Kann das sein? Ich glaube, mehr in Richtung Xardas-Turm. Da müssten noch ein oder zwei sein. Und ich glaube, auch zwei Wags sind dahin gekommen. So, hier, ab ins Bett. Meine Meinung will ja keiner hören. So, Ablösung für Vatras kriegen wir ja wahrscheinlich noch nicht. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ich wusste nicht, dass hier auch noch eine Tür war. So. Ich speichere vielleicht noch einmal. Es kann ja sein, dass hier noch irgendwo einer ist. Von den Suchenden. Warte, hier unten gibt es wahrscheinlich auch noch wieder Viecher. Und dann heißt das auch wieder Punkte. Ich hoffe, hier sind wieder Viecher. Bitte lass hier wieder Viecher sein. Snapper oder sonst was? Irgendwas? Nope. Aber eine Heilpflanze. Okay, nice. Und noch mehr Heilkräuter. Aber unten müssen wir auch nochmal gucken. Hauptsache irgendwas. Wir brauchen ja noch also insgesamt 105.000 für die nächste Stufe. Dann wieder 10 Lernpunkte haben. Boah, bitte lass hier irgendwas wieder neu gespawnt sein an Gegnern. Okay, das Geräusch hat mich kurz ein bisschen erschrocken. Butlerfleisch. Aber okay, hier sieht das jetzt nicht so aus, als wäre hier irgendwas neu gekommen. Aber ich gehe mal hier entlang. Ich glaube, hier waren wir noch nicht gegangen. Oder ich erinnere mich zumindest nicht mehr daran. Obwohl doch, hier waren wir schon mal. Stimmt. Hier waren ja auch noch Banditen mal gewesen. Stimmt. Hier waren wir schon mal.
Ja gut, dann machen wir den Weg zu Xardas erstmal frei, bevor wir zu Kavalon gehen. Sorry auf jeden Fall, dass ich hier öfters mal mich stumm schalte. Aber ich merke, ich werde krank. In letzter Zeit huste ich sehr, sehr viel. Aber ich bin ja auch momentan dabei, viel vorzuproduzieren. Jetzt zu Gothic 2 ganz besonders. Weil ich mache ja bei dem lieben Umut beim Quiz demnächst mit. Es kommt ja jetzt erstmal noch eines, wo drei andere fortgeschrittene Gothic-Spieler mit dabei sind. Und dann beim darauffolgenden, wahrscheinlich, wenn diese Folge hier raus ist, ist schon das eine Quiz da mit den Fortgeschrittenen schon wahrscheinlich draußen. Oder schon gewesen, kann man sagen. Aber ich mache ja dann auch noch demnächst mal mit. Eventuell ist sogar auch die liebe Hel mit dabei und noch jemand, wo ich keine Ahnung habe. Aber so ein Anfängerquiz für Gothic. Weil das ja auch für mich das erste Gothic ist, was ich jetzt spiele. Also erste Gothic Run. Und ich will bis dahin, bis der Quiz für mich losgeht, für die Anfänger, Gothic 2 schon durchhaben. So, den muss ich jetzt fertig machen. So, komm. Komm. Nein. Ja. Er trifft den doch. Ja. Geil, den haben wir auch noch geschafft. Und da haben wir auch noch Feldknöterich. Nice. Aber sonst gibt es hier jetzt nichts, ne? Aber nice, den haben wir jetzt auch besiegt. Erledigt. Das sieht aus, als könnte man da eigentlich hochklettern. Würde ich auch mal irgendwie demnächst mal hochklettern wollen. Und dann mal gucken, was da gibt's. Aber erstmal gehe ich hier bei Lobart mal pennen. So, bis zum nächsten Morgen. Ich würde da mal hochklettern wollen dahinter. Will wissen, was da gibt's. Sieht für mich auf jeden Fall sehr interessant aus. Kann man da auch noch hoch? Irgendwie? Oder bilde ich es mir nur ein? Nee, ich glaube, man kann hier nicht hoch. Und man fällt hier erstmal runter. Also hier müssten jetzt entweder gleich die zwei Wargs kommen oder noch so ein Suchender. Aber ich glaube, hier kommen jetzt nur die zwei Wargs. Ich glaube, hier sind auch alle Suchenden jetzt erledigt. Aber ich bin heilfroh, dass wir wirklich schon in der Lage sind, die Suchenden kaputt zu machen. Ja, hier kommen jetzt die Wargs. Nochmal auf die einspeichern. So. Ja, nur den, bitte. Ja. Nice, wir sind in der Lage, die kaputt zu machen. Ist zwar ein bisschen schwieriger, aber kann ich von dem? Ja, wir können von dem was holen. So, hier gab's. Ja.
da sind. Da können wir uns einmal heilen und dann den nächsten erledigen. Wenn wir schlafen gehen. Ich glaube, schlafen ist das Sinnvollste, was man machen kann, wenn man sich heilen will. Alles andere würde viel zu kostspielig sein. Cornelius? Lass mich in Ruhe. Was macht er denn jetzt hier? Hirn ist also abgehauen, okay. Okay, ich weiß jetzt, wo er ist. Dann kann ich wahrscheinlich nicht bei den Leuten sagen, wo er ist. Also bei Lord Andre oder so. Kann ich dann petzen gehen, ne? Wo der Verräter ist. Weil ich jetzt weiß, wo der ist. So, den will ich jetzt auch noch erledigt haben. Ach komm! So, die letzten Schläge sind immer irgendwie ein bisschen schwieriger mit denen. Hier aber nochmal pennen. Welcher Tag ist denn das jetzt? 75. Wir sind schon 75 Ingame-Tage hier dabei. Unglaublich. So, das heißt jetzt nochmal hier pennen. Und dann gucken wir nochmal auf den Weg zu Xaras. Ob da noch irgendwo Gegner sind. Dann haben wir hier auch noch frei. Dann würde ich danach gucken, ob ich Cornelius vielleicht verpetzen kann. Da ich ja jetzt weiß, wo er ist. Ein bisschen Geld dafür bekommen. Ich speichere auch noch einmal hier auf die 1, würde ich sagen. Aber ich glaube, hier dürfte jetzt nichts mehr sein. Der Weg müsste jetzt auch frei sein, komplett. Ja, hier ist alles frei. Okay, das heißt dann, wir können jetzt petzen gehen. Würde ich auch mal machen wollen. Und gucken, ob wir Cornelius auch noch wirklich verpfeifen können und für ihn auch noch Geld bekommen. Dafür, dass wir ihn verpfeift haben und wissen, wo er ist. Oh, hier war noch Blauflieder. Nice. Sonst gibt es hier nichts mehr? Okay. Und danach wollten wir zu Cavalon. Obwohl da oben, ich weiß nicht, ob es da oben auch noch was gibt. Irgendwas muss es hier doch zu holen geben, oder? Ah, es sieht immer so schön aus, als könnte man da irgendwie noch was finden. Und dann gibt es da nichts. Finde ich schade, aber egal. Und Drachenwurzel würde ich auch gerne ein bisschen mehr finden. Vor allem auch, okay, 200 sind wir jetzt schon bei 59. Also fast 60%. Wie heißt das da? 200 Kämpfer sind wir momentan. Ich würde aber auch gerne wirklich mal Armbrust lernen. Aber ich habe bisher keine Ahnung, welche Lehrer bei den Söldnern. Es gibt die, die mir Armbrust beibringen können. Oder auch sonstige Lehrer. Aber auf zu André.
Der hilft mir bestimmt jetzt hier mit Cornelius, da wir ihn jetzt gefunden haben. Ich finde das aber auch interessant, wo man, dass man die auch noch irgendwie irgendwo wiederfindet. Ich hoffe, ich finde auch irgendwo Sarah wieder. Und ich hoffe, wir können das mit den Händlern hier auch noch irgendwie wieder richtig stellen. Das Tier. Und es ging ein in Belias Reich. So. Das hat er wirklich nicht verdient. Was du nicht sagst. Ja, mit denen können wir eh nicht mehr reden hier. Das habe ich schon immer gesagt. So, André. Ich weiß, wo Cornelius ist. So. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Nein, kann ich nicht. Wegen der Diebesgilde. Ja. Ich bin an der Sache dran. Gut. Halte mich auf dem Laufenden. Wegen der Diebesgilde, ich komme da eh nicht weiter momentan. Ich weiß nicht, was mir da fehlt, was ich da machen muss, damit ich da mal reinkomme oder damit hier Attila mal kommt. Weil ich weiß zumindest, dass Attila auftauchen soll und mir einen Schlüssel geben kann. Beziehungsweise ich von ihm einen klauen kann, weil ansonsten komme ich ja nicht da rein, komme ich da nicht weiter. Der muss ja auch irgendwo da unten sein, hier. Der muss auch irgendwann auftauchen. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. So. Wer sagt denn sowas? Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Der muss ja eigentlich da hinten sein. Das kann ja nicht ewig so. Ach, erzähl mir nicht sowas. Der taucht ja eigentlich immer hier auf, irgendwo. Aber bei mir ist er ja nicht. Kann man das verpassen? Kann man irgendwie einen Fehler machen, dass der gar nicht kommt? So, Bospas Bogen. Bospa wurde ein Bogen gestohlen, ja? Die Vermissten, Lucia, Joe, Lehrerin Krug in einem Zug, die schnaubende Kreatur, Bilberts Flucht, die Portsteine, Digos Gold, Schattenläufer, Hörner für Buster. Des Richters Lakai, Snapperkrallen, Dokument. Okay, so viele Quests haben wir jetzt auch nicht. So, kann das gefallen? Ich soll der Händlerin Sarah einen Brief unterschreiben, ja? Ein dreister Dieb? Vengaro hat den Händler Jora bestohlen. Wenn ich ihn stelle, gibt es vielleicht ein Kopfgeld für ihn. Baltrams Lieferung. Die Lieferung habe ich. Ich könnte sie jetzt zu Baltram bringen. So, okay, dann würde ich aber sagen, in der nächsten Folge machen wir hier mal weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!